es aus bei Atze Moneymark und Indira Weiß? Hartnäckig kursieren Trennungsgerüchte. Kein Wunder, die Ex-Brose-Sängerin hat selbst getwittert. Was ist los beim Partypärchen? Vielleicht Stress bei der Kinderplanung? Vor einigen Tagen treffen wir Indy in Berlin. Es ist auf jeden Fall ein Wunsch, eine große Familie zu haben, aber wir überlassen das alles auch dem lieben Herrgott und der Mutter Natur. Da zeigt sich Moneymark zuvor aber zurückhaltender. Da gibt es keine Planung momentan, gar nichts. Hat er das wirklich gesagt? Wann denn? Ja, also ich glaube, es liegt daran, dass er generell nicht so sehr gerne über das Privatleben erzählt. Was für ein Durcheinander. Will der Atzenmanni jetzt ein Baby oder nicht? Eigentlich ist er das immer, der Kinder will. Also ich glaube, er ist sich dann öffentlich ein bisschen zu feige, wie Männer dann halt so sind. So, nö, ich weiß davon gar nichts. Aber eigentlich bin ich diejenige, die sagt, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Und er, bitte, 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 bitte. Etwa auch, bitte bleib bei mir. Im Telefoninterview wickelt Moneymark die Trennungsgerüchte nämlich ab. Es war nur ein Mini-Streit, alles cool. Na, ob das auch Indira weiß? Papa ist der Beste. Kelly Osbourne lacht sich deshalb auch gleich einen Boyfriend Market Daddy an. Neuverlobter Matthew Mossop sieht dem jungen Ozzy Osbourne einfach zum Verwechseln ähnlich. Eklig? Ein Kompliment für beide, weiß der Experte. Je besser das Verhältnis zu dem eigenen Vater war, desto ähnlicher ist nachher der Mann, den man sich aussucht, dem eigenen Vater. Das ist nichts Schockierendes, sondern spricht eher dafür, dass Kelly Osbourne fähig ist, stabile Beziehungen auch über eine lange Zeit aufrechtzuerhalten und sucht halt das Positive, was sie schon erlebt hat, in ihrem neuen Partner. Na, da haben wir wieder was gelernt. Wir wünschen Kelly und ihren Männern mit Wallemänner alles Gute. Liebestöter-Fernbeziehung? Natascha Ochsenknecht und Umut Kekeli. Ganze 19 Jahre Altersunterschied trennen das Model und den türkischen Fußballprofi. Häufig aber auch viele Kilometer. So viel Abstand nervt doch, oder? Eigentlich bin ich ja so ein bisschen trainiert mit Fernbeziehungen. Also mir macht das jetzt persönlich nicht so viel aus. Aber es gibt natürlich Phasen, wo man sich sagt, es wäre jetzt schön, wenn jemand dann da wäre. Ne? Auch die stärkste Frau hat einmal Sehnsucht. Das längste war, glaube ich, so 8-9 Wochen. Das war dann schon heftig. Das brauche ich jetzt nicht öfters. Aber ansonsten geht es eigentlich. Also ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Lässig, die Frau Ochsenknecht haut so schnell eben nichts aus den Schuhen. Heiß. Sylvie van der Vaart und ihr Ehedrama haben sich längst in unsere Köpfe eingebrannt. Jetzt legt die süße Blondine nach. Brütende Hitze, sexy Style. Sylvie zeigt sich mit knackiger Hautfarbe. Alles natürlich oder mit Selbstbräune nachgeholfen? Ich war im Urlaub. Ich war ein paar Tage im Urlaub. Deswegen. Und mein Vater ist halb indonesisch. Und deswegen bräune ich sehr schnell. Ach so. Ja, das finden wir. Wie sollte es auch anders sein? Hot.